Hallo, ich bin Carsten bei Raymond. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ich habe mir heute mal wieder eine Strecke der Wasserwanderwelt ausgesucht. Bin hier auf dem Weg de Leudal. Bin heute dann mal jetzt ein Stückchen hinter Raymond. Ich glaube, dieser Weg ist einer von denen, die am weitesten in Holland drin sind. Also bin jetzt heute nicht an der Grenze unterwegs, sondern schon ein ganzes Stück in Holland drin. Ist hier mal wieder ein schöner, relativ naturbelassener Wald. Gestartet bin ich vorhin an so einem Informationszentrum, Touristeninformationszentrum. Schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Das Wetter soll ja schön werden. Und ich hatte schon gedacht, es ist wieder ein Weg der Wasserwanderwelt ohne Wasser, aber jetzt führt der Weg an einem kleinen Flüsschen entlang. Nur man kann ihn auch schon wieder nicht sehen, weil er komplett zugewachsen ist. Aber ich muss sagen, es ist trotzdem eine sehr schöne Strecke hier und ich habe es noch nicht bereut, dass ich mir diese ausgesucht habe. Die Landschaft hier ist schon schön abwechslungsreich. Mal läuft man durch Wälder, mal geht es dann am Feldrand entlang, mal geht es am Wasser entlang oder so wie jetzt geht es dann mal ein Stück durch die Heide.
Also langweilig ist der Weg hier nicht. Wenn er auch, natürlich, wir sind in Holland, recht flach ist. Und das wirklich Tolle an dem Weg hier ist, dass man wirklich bis auf wenige Meter eigentlich nur auf Waldboden läuft. Das ist ganz, ganz wenig Teer- oder Schotteranteil. Das ist schon zum Wandern eine schöne Sache. Jetzt wird schon seit einiger Zeit immer dunkler und somit auch kälter. Ich will mal hoffen, dass sich das Wetter hält, bis ich am Auto zurück bin. Es scheint so, als würde es gleich anfangen zu regnen. Wäre jetzt nicht so toll. Also ich mag es gar nicht glauben, da hinten stand ein Schild, dass es nur noch ein paar hundert Meter zum Parkplatz sind. Ich muss sagen, mir kam es jetzt gar nicht so lang vor, das Stück, was ich gegangen bin. Ich habe mir gerade gedacht, so, könntest du ja mal langsam einen Platz suchen. Zum Pause machen. Jetzt steht da an dem Schild St. Elisabethshof, da bin ich gestartet, 200 Meter. Wahnsinn. Na gut. Dann werde ich jetzt mal zum Auto gehen. Ja, man hört jetzt schon deutlich die Straßengeräusche. Das heißt, ich bin jetzt gleich am Auto zurück. Bin wieder ein bisschen eigentlich enttäuscht. Unter Wasserwanderwelt verstehe ich dann doch ein bisschen mehr Wasser, beziehungsweise da würde ich jetzt ein bisschen mehr Wasser erwarten als das, was wir hier heute zu sehen bekommen haben. Nichtsdestotrotz, der Weg an sich war schon schön, keine Frage, hat mir gut gefallen. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.